Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Leute, ich könnte schon gerade beim Thumbnail-Licht ernst bleiben. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich überhaupt das Video machen soll. Aber dann dachte ich, Fortsetzung folgt. Episode 3 von Staffel geht's noch schlimmer? Ja. Nein, das Desaster geht einfach weiter. Oh, Leute, die Goodie Boy, was ist das für ein Kackland? Ich habe schon reingeguckt, Leute. Ich dachte mir, komm jetzt, bitte. Und es wurde mir per E-Mail angekündigt, dass ich 2 Produkte erhalte, weil ich doppelte Sachen in der Box drin hatte. Die Mail kam von Goodiebox selber. Ich habe mich nicht beschwert, noch nicht. Aber jetzt, Leute, jetzt langt's mir. Jetzt werde ich denen eine E-Mail schicken, so geht's nicht mehr. Ich habe nämlich keine extra Produkte in der Box. Und es sind schon wieder doppelte Sachen drin. Ich raste aus. Ich glaube, noch eine Box habe ich jetzt mit meinem 6-Monats-Abo, was ich da gehabt hatte. Aber nichtsdestotrotz habe ich halt immer noch einen Gutschein. Das heißt, ja, irgendwas muss mit dem Gutschein passieren. Den müsste ich ja schon noch einlösen. Deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, wollt ihr das Desaster weiterverfolgen? Wie viele Episoden sollen wir davon noch machen? Ich bin mit dabei, kein Problem. Ich gebe mir das jeden Monat, wenn ihr euch das auch gebt. Aber nur dann. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, ob das Desaster weitergehen soll, ob ich mir mit meinem Gutschein nochmal ein Abo machen soll oder den Adventskalender bestellen soll oder weiß der Geier irgendwas. Das dürft ihr jetzt mal bitte entscheiden, weil ich kann nicht mehr. Leute, die Box macht mich fertig. Die Schachtel an sich ist sehr, sehr schön. Die gefällt mir wirklich sehr gut. Und die hatte ich auch noch nicht. Wäre mir aber auch egal gewesen, weil es ist nur die Schachtel. Aber die ist wirklich super schön. Sehr, sehr schönes Design. Aber auf den Inhalt kommt es an. Mir jedenfalls. Ja, it's time for me time. Caroline hat meine Box gepackt. Hat wieder mal gefailt, die gute. Leider. Ja, so sieht's aus. Warum ist das so? Und scheinbar bin das immer nur ich, wo so scheiß Produkte drin hat. Ich habe nämlich jetzt auch von einigen gehört, dass andere Produkte hatten. Warum habe ich das denn? Gott, Leute, ich kann nicht. Die Kenner unter euch erkennen es. Moshi Moshi meint. Ist eine teure Marke, alles schön gut, aber ich möchte kein Produkt mehr der Marke. Es nervt, es kotzt mich an, es ist immer der gleiche Scheiß. Warum bestellst du das überhaupt noch? Ja, muss ich doch. Ich habe doch ein Abo hier. Ich habe doch ein 6-Monats-Abo gekauft. Was soll ich machen? Ah, Hilfe. Ja, das ist drin. Das hatte ich tatsächlich noch nicht. Danke. Was ist es aber? Ich glaube, ich scanne das mal ab. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Die Box macht mich fertig. Ich logge mich mal ein und ich werde dann nachher auch mal nachgucken, wenn ich fertig bin mit Videos drehen. Ich muss jetzt noch 2, 3 Videos drehen und dann gucke ich mal, was jetzt Sache ist mit meinen 2 extra Produkten. Vor allem, ich habe die E-Mail auch 2-mal bekommen, also müsste ich ja quasi 4 extra Produkte bekommen. Aber lassen wir das mal gut sein. 2 würden mir ja schon reichen. Und ich hätte gerne eine Box, die mal nicht die gleiche Scheiße enthält wie die letzten 5 Boxen. Das ist doch nicht mehr normal. Ich kann nicht mehr. Ihr merkt schon. Ja. Mach doch das Video nicht. Doch, mach ich. Siehst du doch. Ich sag die Kommentare immer, Leute. Aber es trägt so meiner Unterhaltung bei. Ich lese das und ich finde das witzig. Oh.
Zeit ist auch super langsam. Okay, hier haben wir das Produkt. Wie gesagt, ich hatte das noch nicht. Dann freue ich mich darüber, weil ich hatte das noch nicht. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was es ist. Ein Mind Pumice Stone? Ich kenne das nicht. Oha, dieser hundertprozentige Lavastein wird von der Natur selbst hergestellt. Der Bimsstein, ach so, ein Bimsstein, ist ein bemerkenswertes Werkzeug, um gesunde und gut aussehende Füße zu bekommen. Kostet 11 Euro. Ja, okay, das finde ich schon mal gut, weil, wie gesagt, das hatte ich jetzt noch nicht von Moshi Moshi Mind. Ich glaube, ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, dann ist es doch super. Ja, ich verwende sowas nicht. Ich habe sowas Elektrisches für Hornhaut zu entfernen von Scholl. Da muss ich nicht lange rummachen. Ja, oh Gott, das ruiniert mir die Nägel. Aber ja, wie gesagt, ist in Ordnung, weil ich hatte das noch nicht. Ist mal was anderes. Ja, okay. Nächstes Produkt. Die Seite ist so langsam, Leute. Nächstes Produkt, das hatte ich schon, das kenne ich, ist das hier. Ich glaube, das hatte ich tatsächlich sogar schon zweimal. Ein Parfüm fand ich nicht so gut und eins fand ich aber gut. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob das das war, weil ich habe davon auch eins aufgebraucht und eins habe ich, glaube ich, weitergegeben. Deswegen gucke ich mal. Kostet 25 Euro. Encapsulated Sun, 10 Milliliter Corps Volantils, so heißt das wohl. Und ich glaube, das war der Duft, den ich nicht so gut fand. Wobei, bin mir nicht sicher. Ich finde ihn nicht so schlecht, der ist aber sommerlich, das ist ein Sommerduft. Ich habe hier nur so ein... Oh nee, ich glaube, das war zu doll ran gerochen. Das habe ich vorhin hier benutzt, um mich zu schminken. Das riecht so ein bisschen nach Kokos, aber es riecht auch super stark nach Alkohol. Aber ich finde es generell jetzt nicht so schlecht. Deswegen würde ich mal sagen, okay, irgendeins davon habe ich, meine ich, auch aufgebraucht. Müsste ich mal nachgucken. Da löst sich ja mir der ganze Nagellack ab von dem Parfüm. Wie viel Alkohol ist denn da drin? Leute, jetzt bin ich aber was auf der Spur. Das Video ist wieder der letzte Scheiß. Okay. Ich überlege noch. Okay. Nächstes Produkt, das hatte ich auch schon mehrfach und ich mag das Produkt nicht. Das ist We Are Paradox. Das ist ein 3-in-1 Conditioner Hair Mask Finishing Cream. Ich mag das nicht. Man kann das als Conditioner benutzen, als Haarmaske benutzen und als solche, so eine Finishing Cream. Wie gesagt, ich hatte das schon 2-3 Mal und ist einfach nicht mein Produkt. Kostet 17 Euro. Könnte sein, dass ich das sogar auch noch mal in der Schublade drin habe, irgendwann mal eingeräumt habe. Aber ist nicht so mein Produkt und ich habe das halt auch schon gehabt, so wie das Parfüm auch. Nächstes Produkt ist ein Produkt von Avon. Ist ja generell nicht schlecht und ist auch cool, weil das ist ein super, super teures Produkt. Es kostet 97 Euro und... Das ist jetzt kein Produkt, was man sich jetzt so kauft, sage ich ganz ehrlich. Also ich würde das Geld dafür nicht ausgeben. Also da müsste ich schon übelst der Geldscheißer sein, aber ich glaube selbst dann nein. Ja, Sleeping Mask ist das jetzt. Und wenn man das dann gerne mag und hat das dann nochmal in der Box und sagt, cool, dann kann ich das nochmal benutzen, dann habe ich das wieder, weil ich würde es mir nicht kaufen, dann ist das auf jeden Fall cool. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das in meiner Sammlung habe. Deswegen finde ich das jetzt nicht so schlecht, aber ja, ist halt irgendwie schon immer das Gleiche und ich meine, dass ich das mit Sicherheit mindestens einmal schon habe, weil das gefühlt auch ständig drin ist. Irgendein Produkt davon scheint halt
wahrscheinlich auch so niemand zu kaufen. Ist ja auch utopisch, Leute. 97 Euro, ich bitte euch. Da musst du ja nachher mindestens 20 Jahre jünger aussehen, dass sich das lohnt. Ist so lala. Und nächstes Produkt, also wie gesagt, das hier hatte ich schon. Das hier hatte ich schon. Und das hatte ich mit Sicherheit auch schon. Also würde ich meinen halben Arsch drauf verwetten. Den halben, weil irgendwo muss ich da noch sitzen, falls ich halt nicht recht habe. Wisst ihr Bescheid. Und dann ein Produkt war noch mit drin. Das finde ich gut. Das hatte ich jetzt auch noch nicht in der Box. Ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Das ist so ein Deo-Stick. Ist ein solides Produkt. Ja, in so einer Pappverpackung finde ich jetzt nicht so schlecht. Ich würde da aber gerne mal dran schnuppern. Ist noch zu. Ich lasse es dann auch mal lieber noch zu, weil ich habe noch viele geöffnet. Und das ist, glaube ich, auch so ein Naturprodukt von Mask Me Up. Die Marke kenne ich doch. Da hätte ich auch eine Maske gut gefunden, aber die hatte ich wahrscheinlich auch schon alle. Bergamotte und Lemon Deo 60 Gramm. Kostet 12 Euro. Das Bergamotte und Zitrone Deo von Mask Me Up. Deine tägliche Dosis Frische mit einer Portion Öko-Liebe. Dieses Deo zeichnet sich durch eine harmonische Mischung aus umweltfreundlichen und nachhaltigen Elementen aus. Mit natürlichen, biologisch angebauten Inhaltsstoffen und einer nachhaltigen Verpackung sorgt dieses vegane Juwel nicht nur für ein frisches Gefühl, sondern schont auch unseren Planeten. Und nicht zu vergessen ist der wunderbare Duft, der dich den ganzen Tag über belebt. Ich will doch gerne mal dran schnuppern. Kriege ich das denn jetzt auf? Mache ich mal hier. Okay, ich hab's. Wenigstens mal gucken. Ah, so sieht's aus. Kann man dann unten hochdrücken. Oh, das riecht aber super gut. Oh, das riecht wirklich sehr gut. Das gefällt mir. Okay, das ist schön. Ja, also alles in allem eine sehr durchwachsene Box. Ach, also ich muss sagen, preislich okay. Es sind auch Sachen, wie gesagt, die man ja aufbraucht. Ich habe ja auch das, ich glaube, das war es, was ich aufgebraucht habe. Dann hat man nochmal ein Backup, nochmal Nachschub, alles schön gut, aber weiß ich nicht. Möchte doch nicht ständig das Gleiche haben. Das hier, 100-mal schon gehabt. Okay. Eine durchwachsene Box, so lala. Bin ich zufrieden? Nein. Was machen wir jetzt? Ich glaube, ich habe noch eine Box jetzt in meinem Abo. Ich muss mal nachschauen. Und dann frage ich auch gleich wegen meinen zwei Extra-Produkten. Ich glaube, das war eine Mascara und irgendwie noch was anderes. Wo ist das? und dann werde ich direkt einfach mal fragen, was da los ist. Leute, was ist denn los bei euch? Braucht ihr Hilfe? Irgendwas stimmt doch da nicht. Ja. Wie gesagt, ich habe noch einen Gutschein. Der ist, glaube ich, 130 Euro. Was sollen wir machen? Sollen wir das weiterführen? Sollen wir da irgendwie eine Staffel draus machen? Das wäre jetzt die Episode 3 oder 4 gewesen. Sagt's mir. Schreibt's mir. Was wollt ihr? Das war's mit dem Video, mit dem Unboxing. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.